Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Coral Island. So, ich war beim letzten Mal noch habe geschlafen mit euch, so, und dann kam plötzlich diese Geschichte. Der Mark kommt plötzlich zu uns. Ja, guten Morgen, ich bin Mark. Schön, dich kennenzulernen. Du bist neu auf der Farm, ich weiß. Ich bin hier, um dir ein paar Dinge zu sagen. Die Mine im Nordwesten hat jetzt geöffnet, gleich hinter dem Wald. Wenn du Jack's Ranch siehst, kannst du links abbiegen und dem Pfad folgen. Sie war geschlossen. Ich komme nicht mehr mit. Was? Sie war geschlossen? Ja, sie war geschlossen und wurde jetzt wieder eröffnet. Okay, schön. Hast du das verstanden? Nö, ich bin nämlich ein bisschen doof. Der Bund des Lächelns hat die oberen Ebenen der Höhle gesäubert. Was, der Bund des Lächelns? Da gibt's eine Vereinigung, die sich so nennt. Ah, okay. Geh nur nicht zu tief rein. Deine Harke wird dir da nicht helfen. Monster. Das ist gefährlich. Das war's. Wenn du mehr wissen möchtest, sprich mit Kira. Ich bin hier fertig. Okay. Ha, Zeitverschwendung. Was ist mit dir los? Okay. Look at this. Das ist ja schön. Gänseblümchen. Schön. Die können wir also... Okay. Ach, und aus den komischen Samen, die wir da gesammelt haben, gibt es anscheinend jetzt noch nichts. Also einmal Gießkanne. Wächst da auch was? Anscheinend, ne? So, gucken wir mal hier. Ernten mit Rechtsklick, jawohl. Da gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, das dann effektiver zu machen später. Wunderbar. Schauen wir doch mal an die Kiste, was uns das bringen würde. Steckrübe, Gemüse, alle platzieren. Einmal. Tun wir halt einfach mal ein Gänseblümchen und einmal so ein Gemüse rein. Lass mal einfach mal sehen, was das bringt. Ob das was bringt. Tut uns ja nicht weh, ne? Also wir brauchen aber auf jeden Fall wesentlich mehr Truhen, weil die Truhen, die sind rucki-zucki voll. Und wir haben ja noch hier das da, ne? Dann tun wir die Sachen hier rüber. Das darüber. Dann nehmen wir uns jetzt mal die Truhe mit. Und diese zwei Geoden, ups, ich habe nur Rechtsklick gemacht, weil die müssen ja zum Schmied. Also die muss auf jeden Fall zum Schmied. Was war denn noch beim Schmied? Ich weiß es jetzt nicht. Ist ja egal, aber dann müssen wir sowieso gucken. Moment. Ne, ich kann nur... Okay. Gucken wir halt einfach mal. Jetzt muss ich nur mal auf die Karte gucken. Du bist hier. Wir haben zu Hause. Wir haben hier Valentina, Haus von Millie und Juri. Fremder, da ist ein Fremder. Dann schauen wir noch mal, ob wir diesen Fremden treffen können. Da muss man ja erst einmal alle kennenlernen, ne? Laufe ich jetzt richtig? Ne, ich muss ein bisschen weiter. Bist du fremd? Es fängt auf jeden Fall jetzt zu laden an. Ah, ihr seid hier nicht willkommen. Oje, was ist denn da los? Pufferfisch. Save the island. Hallo Leute. Was ist denn los mit euch? Leidenschaftliche Bürger von Starlit Town. All dieser Aufruhr ist völlig unnötig. Die Kugelfischkorb ist nicht hier, um Schaden anzurichten. Ganz im Gegenteil, wir sind hier, um dieser Stadt zu helfen. Schluss mit den Lügen, Frau Kugelfisch. Wir wissen genau, warum du hier bist. Du kannst mich Karen nennen. Und bitte fahr fort, Frau... Betty. Frau Betty. Ihr habt die Ölkatastrophe zu verantworten, die diese Stadt letztes Jahr heimgesucht hat. Diese alten Knochen haben schon genug von euren abscheulichen Projekten gesehen. Wir brauchen hier kein Ölbohrunternehmen, Frau Kugelfisch. Bitte, Schluss damit. Wir wollen hier keine Bohrungen mehr.
Ich fürchte, das liegt nicht in eurer Hand. Aber ja, wir hören. Ja, wir sind ein Ölbohrunternehmen, aber die Dinge sind nicht immer einseitig, wie Frau Betty meint. Wir brauchen euer schmutziges, wenn ich darf, Rothemd. Wir können Coral Island wieder lebendig machen, indem wir tonnenweise, und ich meine Tonnen, unsere Arbeit hierher bringen. Nachdem wir aus dem Museum ein Öllager gemacht haben, werden wir die Bohrtürme bis zum See und über den Strand ausweiten. Wird langsam klar, worauf ich hinaus will? Ich sehe schon Plätze mit Verkaufsautomaten vor mir. Parks, viele unserer Arbeiter werden sich dieser sterbenden Stadt niederlassen wollen. Die Kugelfischkorb kann Coral Island helfen, eine wunderbare Ölstadt zu werden. Wir können Arbeitsplätze schaffen und unsere werden haufenweise intellektuell hierher bringen. Okay, Intellektuelle. In kürzester Zeit wird diese Stadt wieder lebendig werden. Man stelle sich das vor, überall Mitarbeiter von Kugelfisch, die am Pier chillen oder in F was? Im Fish and Chip Sips. Alle werden das Leben genießen. Fish and Slips? Was? Rothemd? Denk an das große Ganze. Mal ehrlich, niemand weiß von dieser charmanten kleinen Insel. Wir wollen euch helfen, unsere Operationen bis zu den Küsten von Coral Island ausweiten. Dann wird dieser Ort weltberühmt. Wir werden euch zur Bekanntheit verhelfen. Ihr müsst nur Ja sagen. Nein. Und mit helfen meinst du Bohrarbeiten auf der ganzen Insel? Ah. Die Investoren von Kugelfisch werden gewaltige Profite machen. Rechne doch mal, ihr werdet schon noch dahinter kommen. Leute, wir sollten uns beruhigen. Wir werden zu keiner Lösung kommen, wenn alle so emotionsgeladen sind. Los geht's. Frau Karen, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Unsere Tür steht immer offen, Herr Bürgermeister. Jetzt gehen sie wieder alle. Ich wollte doch alle jetzt kennenlernen. Wenn jetzt schon alle hier auf einem Haufen stehen, dann ist das doch ideal. Sie fix. Aber wahrscheinlich kriege ich einen Job von ihr. Mal gucken. Ist da ein Minigolf-Dingsbums hier? Baubus, nicht wahr? Oh, ich weiß, wer du bist. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Guck nicht so verwirrt, du kennst mich nicht. Ich bin Karen, ich gehöre zur Kugelfischkorb. Das habe ich schon mitgekriegt. Baubus, diese Insel stirbt. Das wissen wir beide. Diese Leute, sie verschließen die Augen vor der Wahrheit. Wir sollten das Beste daraus machen. Ja, was? Halt, stehen bleiben, kenne ich dich. Oh, mit der Sense. Oh nein, das leere Gebäude vor dem Haus meines Onkels ist jetzt ganz sauber. Jetzt kann ich nicht mehr mit meinen Freunden dort spielen. Moment, da ist noch ein Fremder. Antonio, na, Servusle. Ja. Ah, du bist doch neu hier. Ja, bin ich. Meine Ex hat mir von irgendeinem Enkelkind eines Farmers erzählt, das hierher zurückgekehrt ist. Das musst du sein. Wir sehen uns. Ja, okay, wir sehen uns. Schauen wir mal auf die Karte. Wo haben wir noch? Da haben wir auch noch mal einige Fragezeichen. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal da weiter. Hallo. Eleanor, ich bezweifle, dass jemand auf die Insel kommen möchte, solange wir das Öl am Strand nicht loswerden. So habe ich das zum Bürgermeister gesagt, aber du hast mir gezeigt, dass ich mich irre. Willkommen in der Gemeinschaft. Okay. Halt, bleib da. Junge, ich kenne dich noch nicht. Mein Name steht ja da, Oliver. Ich heiße Oliver, warum? Nur so. Sams, guten Morgen. Emily, oh, der neue Nachbar. Also ist wirklich jemand in die Stadt gezogen, was? Ich wollte es nicht glauben, bis ich mit eigenen Augen gesehen habe. Okay, so langsam lernen wir alle Leute kennen. Da haben wir noch Fragezeichen. Das heißt, wir gehen noch mal hier nach oben. Kenne ich dich schon? Nein, dich kenne ich noch nicht. Erika, hey du, bist du nicht neu in der Nachbarschaft? Siehst ja wohl die Stadt an, Warst du schon in der Taverne? Frank ist die ganze Zeit dort. Habt ihr zwei euch schon kennengelernt? Nein, wer ist Frank? Ich glaube nicht. Oh, er ist mein Ehemann, weißt du was? Du solltest einmal bei uns vorbeikommen. Frank kocht uns etwas zu Abend. Das klingt wunderbar, ja? Du kannst uns deine Geschichte erzählen. Okay, würde ich selber gerne mal wissen, meine Geschichte. Alice, na hallo. Bist du das, Boris?
Wow, ich hätte dich in dem Aufzug fast nicht erkannt. Du willst hier also einziehen, Was würde dein Outfit erklären? Na, danke. Also es ist nicht nur die Stadt, weißt du, im Gasthaus ist nicht mehr so viel los wie früher. Jetzt, wo du einziehst, ist das hoffentlich ein gutes Zeichen. Okay, haben wir sie kennengelernt? Da oben haben wir noch Fragezeichen, aber ich würde gerne in die Schmiede wollen. Da geht's bestimmt nicht. Das ist Fish and Sips. Aha, okay. Dann schauen wir doch mal hier runter. Weil so wie es ausschaut. Oh, pflücken. Auch pflücken? Ich glaube mit der Harke, ne, war das. Wilde Samen, oh cool. Wilde Samen sind immer gut. Oh, kann ich mit dir auch quatschen? Taco, du grüßt Taco. Es gefällt ihm anscheinend und nur darauf kommt es an. Halt, wo war ich? Da war ich. Bleib da. Klopf, klopf. Hey Bob, was wusste ich doch, dass du irgendwann mal hierher kommen würdest. Ich möchte dich persönlich mit dem Besitzer dieses Ladens bekannt machen. Das ist Sam. Er leitet dieses Geschäft jetzt schon eine Weile. Hallo, es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Willkommen im Gemischtwarenladen. Hier findest du beinahe alles, was du auf der Farm brauchst. Das meiste Saatgut, das ich verkaufe, ist aber saisonabhängig. Wäre gut, wenn du das nicht vergisst. Wenn du Hilfe brauchst, dann ruf einfach. Ich bin an der Kasse. Na, ist das nicht nett, Sam? Jetzt geht vielleicht endlich einmal etwas bei deinem Vorrat an Saatgut runter. Übrigens, bevor du gehst, dein Zuzug war ziemlich unerwartet. Ich bin mir sicher, dass viele Leute begierig sind. Naja, vielleicht eher neugierig darauf, den neuen Farmer kennenzulernen. Warum machst du nicht den ersten Schritt und stellst dich selbst den Leuten in der Stadt vor? Ja, das mache ich gerade die Runde. Jetzt schmeißt mich halt nicht gleich wieder raus. Bin doch gerade schreien. Genau, ihn wollte ich, weil der ist gerade vor mir reingegangen. Noah. Oh, hallo. Ich muss sagen, du bist nicht das, was ich erwartet habe. Aha. Interessant. Da haben wir eine Kasse. Jawohl, gehen wir doch einmal daran. Was kann ich für dich tun? Tasche aufwerten. Oh, kann ich die Tasche aufwerten, aber für 500 Münzen? Ne, ich habe nur 400. Nö. So, einkaufen. Schauen wir doch mal. Gänseblümchen kosten 15. Na, da bin ich ja mal gespannt, für wie viel ich die verkaufe. Pfingstrosensamen, die sind im Frühjahr, weg sind 4 Tagen, erzeugt durchschnittliche Qualität. Kartoffelsamen, Karottensamen, Basis für Gras, Dünger, eine Chance für den Anbau von Pflanzen, bessere Qualität, wenn sie mit Erde vermischt werden. Dann gibt es Zucker, Weizenmehl, Brot. Okay, jetzt ist natürlich nur die Frage, aber ich meine, 400, ich habe nicht so viel, ne? Aber ich sollte mir trotzdem irgendwie was leisten, dass wir vielleicht trotzdem mal hier von jedem etwas nehmen. Gänseblümchen und Steckrüben haben wir ja schon bekommen. Wenn wir 5 Münzen mehr bekommen oder 5 Geld mehr bekommen, dann ist das vielleicht schon mal nicht schlecht. Pfingstrosensamen. Ah ja, okay, die wird sofort gezahlt, oder was? Ja. Kartoffelsamen, Karottensamen. Sollte ich da vielleicht immer 2 nehmen, wenn das geht? Einfach mal ausprobieren. Hallo? Nein? Warum kann ich die nicht nehmen? Ach so, weil die, ja, ist okay. Zweimal, weil die draufstacken. So, Karotten. Und Blumenkohl sind 70, ist 140, ist in Ordnung. Ich hoffe einfach mal, dass ich da viel, 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 viel Geld zurückbekomme. Aber ich glaube es nicht. Ist das Bio? Nee, mit Perwoll gewaschen. So, hier, was haben wir da? Schwarzes Brett, Kalender. Das ist doch auch schon mal interessant. Okay, der hatte Geburtstag. Antonio hat Geburtstag und noch irgendwas ist los. Kirschblütenfest. Also wir haben hier unterschiedliche Feste auch. Baumpflanzfest. Wie kann ich hier weiterblättern? Ah, Besorgungen für Stadtbewohner. Frist 4 Tage. An jeden, der das hier liest, bitte besorge mir eine frische Steckrübe. Ich zahle extra eine Steckrübe für Dinder. Belohnung 120. Besorgung. Moment.
War das eine Steckrübe, die ich da vorhin bei mir? Ich glaube schon, eine Steckrübe habe ich gemacht. Besorgung neu. Dann machen wir halt einmal Besorgung annehmen. Besorgung für Stadtbewohner ist vergeben. Liefere eine Steckrübe an Dinda. So. Frist 4 Tage. Der neue Farmer trifft Taunis 30. Okay. Wie kann ich der jetzt folgen? Mit Rechtsklick. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo Dinda ist. Dinda wird ja irgendwo sein, ne? Kenne ich die schon? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir mal da weiter runter, weil da ist noch ein Fragezeichen. Hallöchen. Eva, oh, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ich heiße Everest. Eva. Okay. Dann haben wir hier unten noch einen Fremden. Dann gehen wir doch mal hier geradeaus runter. Upsa. Manchmal ruckelt das so ein klein bisschen. Da unten. Okay. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so runterkommen. Millie. Ja, Bobas, ich wollte dich schon lange kennenlernen. Ich heiße Millie. Es ist ja so aufregend, wenn neue Leute hierher ziehen. Okay. Danke fürs Willkommen. Okay, ich keine Ahnung, ich kann den anscheinend nur dribbeln. Schön gemacht. Du bist. Oh, da ist noch mal jemand. Gleich wieder runter. Hallöchen. Lea, du meintest, du wärst Farmer, oder? Das erklärt das Outfit. Wie niedlich. Oh, danke. Du bist ja sehr nett. Gleich nächste gucken. Okay, ein Stadtbewohner ist da unten drin, den ich noch nicht kenne. Oh, halt. Habe ich dich schon kennengelernt? Jetzt. Macy, ich habe ein paar gute Aufnahmen von dem Kugelfisch-Meeting. Es war so krass. Ich dachte, alle würden gleich explodieren oder so. Richtig gruselig eigentlich. Okay. Hey, Amazed Transistor, hallo. Hallo nochmal. Habe wieder keine Benachrichtigung bekommen von YouTube. Frechheit. Oh ja, das stimmt. Ernten? Warum kann ich dich jetzt nicht ernten? Muss ich da mit der Spitzhacke draufhauen, mit der Axt draufhauen? Ich kann den nicht nehmen. Was ist damit? Moment, da habe ich. Nee, mit der Sichel? Mit der Sichel war es, ne? Ah. Hier ist ja eh alles dreckig, wie sonst was. Und warum kann ich dich jetzt nicht nehmen? Ach so, weil ich voll bin. Bronze-Seetang. Okay, deswegen kann ich das auch nicht nehmen. Ja, dann ist das klar. Da haben wir auch eine Muschel, also ich muss hier nochmal her. Du bist hier. Jetzt bin ich da. Was? Sunny, das können wir doch einem neuen Farmer nicht zumuten. Beide Geschenke auf einmal wären total überwältigend. Okay, dann fangen wir mal mit dem Angeln an. Jeder mag Angeln, oder? Schrei mich doch nicht so an. Vielleicht wäre es keine schlechte Idee. Ja, und jetzt? Willkommen, endlich mal ein neues Gesicht. Baubas, nicht wahr? Jim, Baubas ist hier. Schön, dich kennenzulernen. Ja, hallo? Schön, dich endlich kennenzulernen. Komm, setz dich bitte. Wir haben uns gerade über dein Willkommensgeschenk unterhalten. Wenn du lieber stehst, ist es auch kein Problem. Wir wollen ja nicht, dass deine Beinmuskeln schwächeln. Stimmt's? Hehe, warum schreit ihr so? Weil wir gerade von Beinmuskeln sprechen. Ich hätte da das perfekte Training für dich. Insekten fangen. Setz dich, setz dich.
Und wie ist das Leben auf der Farm bisher? Es gibt nichts, mit dem ich nicht fertig werde. Manchmal kann es ein wenig anstrengend sein. Sicher kann ich das noch nicht sagen. Ja, ich mache mir das. Hey, das ist die richtige Einstellung. Unverwüstlicher Jungspund, erinnert mich sehr an mich selbst. Beende einen Streit für uns, Bobas. Welche Aktivität ist besser, Angeln oder das total spaßige und spannende Insektenfangen? Meine Frau, der ehrgeizige Marienkäfer, seufzt. Insektenfang. Ich sag's euch beiden ja nur ungern, aber ich bevorzuge Pflügen. Ich mache jetzt einfach mal das. Echt? Das erklärt, warum du auf die Farm gezogen bist. Nun ja, hier ist jedenfalls unser Willkommensgeschenk für dich: eine Angelrute und ein Insektennetz. Und die kann ich jetzt nicht aufnehmen, weil ich noch keine große Tasche habe. Deinen Fang kannst du verkaufen oder ans Museum spenden. Es sieht so aus, als hätten sie es nötig. Viel Glück. Okay. Wo nehme ich das jetzt auf? Wahrscheinlich schicken die das mir zu nach Hause, ne? Inventar ist voll. Artikel Standard Insektennetz wird an die Mailbox gesendet. Ja, weiter. So, einkaufen. Einkaufen. So, wir können hier einen kleinen Fischköder kaufen. Wir können Fisch kaufen und Kokosnussdrink. Okay. Dann fehlende Tools abrufen. Schauen wir mal das an. Standard Insektennetz, Standard Angel. Ne, das haben wir ja jetzt, ne? Inventar voll. Ne, geh mit deiner Sichel weg. Werkzeuge aufwerten, auch interessant. Okay. Da brauchen wir allerdings Seetang-Essenz und Holz. Also ich denke mal, dass wir haben ja diesen Bronze-Seetang, den müssen wir dann eben essenzieren. Wie auch immer. Beach-Shack. Okay, da unten haben wir auch noch jemanden Fremdes, aber ich möchte ja auch noch den einen Auftrag abliefern. Da ist dann nur die Frage, wo finde ich diese. Da sehe ich es nicht, ne? Öffnungszeiten ansehen, zentrieren. Dann gehen wir mal zurück. Oh, wer bist du? Warum kann ich nicht mit dir quatschen? Hallo? Peanut sieht heute glücklich aus. Und du? Habt ihr hier einen netten Plausch? Oder, achso, ich bin zu weit weg. Du denkst, dass Butter die entzückendsten Augen der Welt hat. Miau. So, ja, dich würde ich gerne fangen, aber geht nicht. Weil wir erstmal uns leer machen müssen. Oh, Katze. So, das wird ein bisschen heftig hier mit den Sachen, ne? Also ich muss wirklich gucken, dass ich möglichst, warte mal, das da raus, dass ich vielleicht die Werkzeuge raus tue, aber das ist auch blöd, wenn ich dann unterwegs bin, dann kann ich im Grunde, Moment. Dann kann ich im Grunde ja auch nichts da lassen, weil jedes Mal, wenn ich unterwegs bin und irgendwas entdecke, würde ich ja quasi kein Werkzeug dann haben. Ach so, das ist okay. Machen wir einfach mal hier rein. Wir machen jetzt einfach mal alles rein. So viel ist es ja nicht. So, gießen. Servus, Alex. Ich liebe Katzen, ja, ich auch. Hallo, ich habe auch keine Benachrichtigung von YouTube bekommen, obwohl auf alle eingestellt ist. Bin mir aber nicht sicher, ob das Spiel überhaupt für mich ist. Jetzt schaue ich einfach mal zu. Alles klar, halt da gießen. Dann vielen herzlichen Dank. Also, ich habe es ja schon mal erklärt, das muss ich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal machen. Ich mache jetzt im Grunde eine Aufnahme für den ganz normalen Upload. Ja, das heißt also, ich werde ungefähr eine Dreiviertelstunde streamen, dabei meine Aufnahme machen und höre dann quasi wieder auf zu streamen. Also und diese Streams, die passieren sehr spontan.
Angekündigt ist jetzt im Grunde aber auch nur auf Discord, dass ich heute Abend streamen werde um ja ungefähr um 23:30, 23:45. Du erhältst diese Post, weil dein Inventar vorhin voll war. Ne? Dankeschön, danke und weiter, danke und weiter. So, dann haben wir jetzt hier unsere neue Angel- und Insektennetz. Aber ich wollte eigentlich zur Ding gehen. Ranch, Stadtbewohner. Wie finde ich denn jetzt bitte die Leute, denen ich zum Beispiel eine Steckrübe schulde? Weil ich muss ja eine Steckrübe ausliefern. Wie viel eine Steckrübe an Dinder? Dinder? Beziehung? Betty Cornell ist Dinder. Dinder? Örtliche Schreinerin. Ach so, das ist die örtliche Schreinerin. Ja, dann gucken wir doch mal zur örtlichen Schreinerin. Ich glaube, da musste ich irgendwie nach oben. Ich glaube, das war hier. Hier muss man sich erst einmal auskennen, ne? Nee, das ist das Rathaus. Das ist das Museum. Hier war das irgendwo. Da hätte ich wahrscheinlich auch nach oben rausgekonnt. Nee, das ist Wein. Da, Carpenters. Ich frage mich, was Dinder kocht. Frag doch Dinder und nicht dich selbst. Dinder, hallo. Diese Kugelleute haben schon Nerven, hier Probleme zu machen. Und das machen sie, obwohl sie genau wissen, was die Ökokatastrophe uns angetan hat. Ich habe vorhin etwas Wasabi gefunden. Hat er überhaupt Saison? Keine Ahnung. Wie kann ich ihn, bitte bedien dich. Wie kann ich ihn jetzt bitte dir. Ja, ich wollte dir jetzt nicht die Füße gießen. Wie kann ich bitte die Ding liefern? Muss ich die in der Hand halten vielleicht? Kann das sein? Oh nee. Ich vergesse immer, dass ich mit Tab ja auch sortiere. So, ich hoffe, das funktioniert. Ah ja. Jetzt. Steckrübe verwenden? Ja. Ach komm. Jetzt habe ich sie gegessen. Ich wollte sie doch ausliefern. Ja, wenn man noch nicht, sich noch nicht auskennt, ne, dann macht man solche dummen Fehler wie ich. So, ich habe ja noch 7 Steckrüben übrig. Ich glaube, hier komme ich schneller zu mir, oder? Mal gucken. Nee, nicht wirklich. Da wohnt mein Haus. Das heißt, ich muss also. Okay. Also ein weiter Weg ist es auf jeden Fall. Warum ruckelst du so, liebes Spiel? Moment, wo bin ich jetzt? Okay, aber wir müssen auf jeden Fall hier runter, ne? Da ist noch die Ranch. Komme ich hier überhaupt durch? Halt. Rechtsklick. So. Rüben. Rüben. So, nehmen wir alle 7 mit. Gucken wir mal, wir haben jetzt 18:50. Die Zeit verrennt recht schnell, oder? In dem Spiel. Ja, das, muss man das vielleicht angeben? Nein. Rechtsklick. So, probieren wir es nochmal. Dinda. So, Questgegenstand geben. Steckrübe hergeben, um Besorgung abzuschließen. Ja. Danke. Ja, bitte. Quest abgeschlossen. Song für Stadtbewohner. Kann ich dir das auch als Geschenk geben? Dinda Steckrübe geben? Ja. Danke, das wäre nicht nötig gewesen, doch.
Öffne das Tagebuch um die. Ach so, ich muss im Tagebuch, muss ich die. Ja, ist okay. 120 und 20. Belohnung beanspruchen. Dankeschön. Der Anfang. Belohnung beanspruchen. Der neue Farmer. Also zwei Leute müssen wir noch treffen. Kenne ich dich schon? Du bist wirklich die neue Person. Papa sagte, du wärst Bauer. Ist das richtig? Was für landwirtschaftliche Geräte hast du? Okay, ich glaube dir, aber warum siehst du nicht wie ein Bauer aus? Na, danke. Und das ist der Opa? Dann hätten wir die 30. Ach nee, den kenne ich ja schon. Kugelfisch hier ist, seufzt. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Weil der Laden hat jetzt eh zu. Scott, du bist aus Pokio, stimmt? Ich bin selbst aus einer Metropole hierher gezogen. The Big Apple, du hast sicher schon davon gehört. Haben wir jetzt halt alle? Ja. Nee. Crafting, Herstellung. Um Gegenstände herzustellen, drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen. Drücke Q oder R, um zum Herstellungsmenü zu gelangen. Wähle einen Gegenstand aus, um die benötigten Materialien anzusehen. Wenn du die notwendigen Materialien zur Verfügung hast, drücke zur Herstellung links. Wenn der Gegenstand hergestellt ist, platziere in deinem Rucksack. Viel Spaß. Na dann, danke. Herstellung. Ah, das hier. Wir können das quasi jetzt herstellen. Das finde ich wirklich toll. Ich habe sogar hier in der Stadt Zugriff auf die Sachen, die ich in der Kiste habe. Zuckerbaumsamen, Baumsaft und beliebige Baumsamen. Okay, Zuckerbaumsamen ist natürlich. Da muss ich auch mal gucken, ob ich die verkaufen kann. Ne? Bin ich so schneller, wenn ich. Oder verbrauche ich da Ausdauer? Oh, dich kenne ich noch nicht, oder? Du bist Baubas, jo. Ich habe schon von dir gehört. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du mal aus der Stadt raus und frische Luft schnappen willst. Kenny getroffen. Ich habe aber immer noch nicht genug, oder? Ach so, doch, habe ich. Ich soll einen Blumenstrauß binden. Ja, okay, dann binden wir halt mal einen Blumenstrauß. Blumenstrauß gebunden. Schenke es jemanden. Schenken, rüsteln Gegenstand, den du hergeben möchtest, aus. Nähere dich dem Charakter, den du mit einem Geschenk überraschen willst. Wenn du daneben stehst, drücke links, um dein Geschenk zu übergeben. Verbreite Freude. Jawohl. Alice. Who the is Alice? Keine Ahnung, Moment. Karte, Beziehungen. Ah, du bist Alice. Keine Ahnung, wem ich jetzt einen Strauß Blumen in die Hand drücke. Jedenfalls ist ja das Problem bei dem Spiel, dass ich nur speichern kann, wenn ich schlafen gehe. Moment. Blumenstrauß, Netz, Steckrüben tun wir mal wieder nach oben. Die Erdgeode. Wie kann ich die bitte aufbrechen? Wie kann ich die. Hä? Mit Rechtsklick hier? Nee. Vielleicht muss ich die doch. Kann aufgebrochen werden. Vielleicht befindet sich etwas Wertvolles darin. Das Ding müssen wir zum Schmied bringen. Das war eigentlich meine Intention ganz am Anfang von dem Part, dass ich das mache. So, toll. Jetzt stehe ich da mit der Geode in der Hand, ne? Dann tue ich aber das Ding nochmal weg. Weil das bringt mir jetzt halt auch nichts, wenn ich das mitschleppe. Nein. Den hier würde ich einfach mal drin behalten. Und einfach dann jemanden geben, halt. Ich weiß es nicht. Das kann ich noch nicht ernten, ne? Das ist erst am nächsten Tag. Na gut. Lieferkiste. Wir haben zumindest eine Steckrübe und Gänseblümchen drin. Ich kann ja mal gucken, was ich von dem für das Ding hier bekomme. Dass ich da auch mal. Ich hoffe mal, dass das alles drin steht. Deswegen würde ich sagen, wir beenden nicht nur den Tag, sondern dann eben auch den Part. Jetzt gehen wir erst einmal schlafen. Geh zu Bett. Genau, am besten der Person, der du den Hof magst. Ja, das auf jeden Fall. Kann man in dem Spiel denn heiraten? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt halt, ja, die dritte halbe Stunde, die ich jetzt da spiele. Aber werden wir schon sehen. Behelfsmäßige Vogelscheuche ist ein neu herstellbarer Gegenstand und Dünger.
So, und wir haben nochmal anscheinend drei Ausdauer, drei Gesundheit hochgestuft. Okay. Weil ich beende jetzt zwar den Part, aber ich werde auf jeden Fall noch ganz kurz online bleiben, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Landwirtschaft 100, insgesamt 100. Ja, nächster Tag wird gespeichert. Das ist halt immer schade, ne, dass das hier nur speichert und ich sonst keine Chance habe. Okay, irgendwas war mit Dünger da gestanden. Das ging jetzt aber so schnell. Post lesen. Ich habe gesehen, dass du jemandes Auftrag am schwarzen Brett erfüllt hast. Ich bin beeindruckt. Danke, dass du dich aktiv in unsere Gemeinschaft einbringst. Okay. Das war's. Gut. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas. Nee. Kann man das vielleicht hier irgendwo sehen? Also wir haben jetzt halt neu behelfsmäßige Vogelscheuche, da brauchen wir noch Müll dafür. Und den Kompost, den Dünger können wir herstellen. Das könnte ich ja eigentlich mal machen, ne? Aber das muss ich wahrscheinlich ausbringen, bevor ich irgendwas anpflanze. Ernten? Was haben wir da? Blattsalat. Okay, also die Samen, die wir da so finden, das ist dann eher Blattsalat, den wir da rausbekommen. Okay. Interessant, interessant, interessant. Cool. Okay. Dann werde ich an der Stelle jetzt mal Schluss machen. Ich bin mal gespannt, wie euch der Part heute gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.